Ist aber eine Sache, mit der man auf jeden Fall reingehen kann, wenn man denn so möchte. Ja? Und dann gehen wir jetzt mal rein in die wunderbaren Packs. Denn die stehen an, Freunde. Und das sind erstmal die 5 Packs, wie gestern versprochen, von den Top-Partien. Aber ich habe natürlich auch noch ein paar von den 78 Plus Player-Picks ready gemacht, die jetzt abgelaufen waren um 19 Uhr. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt erstmal rein. 3 zur Auswahl. Und wir starten mit dem Team of the Week. Diagne, umso war, kann man auch sagen. Oh, 87er Robertson, gib uns das SBC-Futter. Ey, come on. Third Fantasy hätten wir auch gern. Oh, noch ein 87er. Oh, oh, Freunde, das ist ja schon big. Team of the Week und 2 87er. Let's go. Come on, kann gern so weitergehen. Henderson 83er. Komm, bitte, ey, bitte, bitte, bitte. Come on, come on, come on, come on. Lasst uns nicht im Stich. Lasst uns nicht im Stich. Leimer noch als 83er. Ja, okay. Also ganz ehrlich, die 2 87er und der Team of the Week sind wir schon bei 50k mindestens. Not bad. Aus 6 Player Picks, 78 Player Picks. Was sagt ihr? Top oder Flop? Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein gutes Ding. So, und jetzt haben wir 5 Tradable Packs. Aus den Top-Partien Packs. Ich habe die Transferliste komplett leer gemacht.